Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Magic. Was war die Farm? Summer World 2. Entschuldigung wegen dem schnellen Abschluss letztes Mal. Es kam gerade noch was dazwischen. Dazwischen. Nicht dieses Wasser, aber nun gut. So, warte mal, ist nicht das sogar mein Stream nach oben? Jupp, ist es sogar. Da wollte ich ja sowieso rauf. Ne, so, jetzt lass mich hier hoch. So, heute Gamescom Sonntag. Sprich, ich fahre ja heute auch schon wieder zurück. Das ist ja unglaublich, wie die Zeit schon wieder vergeht. Kaum da, schon fährt man wieder zurück. Ich weiß nicht. Also, ich will auf jeden Fall ein paar Videos machen. Vielleicht kommt ja ein paar Fotos. Auf jeden Fall, vielleicht gleich mir die GoPro vom Lox. Und latsche ein bisschen über die Gamescom. Vielleicht kann ich sogar ein bisschen auch hinter den Kulissen zeigen. Also zumindest vom Netzwerk. Mal schauen. Ich weiß es nicht, ob ich da drehen darf. Und oder, ja, ob ich das veröffentlichen darf. Wohl eher. Drehen ist vielleicht jetzt nicht so das Problem für privat. Aber so öffentlich ist dann vielleicht... Mana Creeper, Mana Creeper. Doch was anderes. Noch ein Creeper, noch ein Skelett. Ich gehe hier hoch. Und tschüss. Ey. Wie klug ist denn das? Oh, der Creeper hat mich gesehen. Ah, scheiße. Ich habe ein Problem. Ich verstecke mich hier oben. Wie schlau sind denn die Viecher? Der Creeper ist, was hat sich dahin versteckt. Das Skelett ist anscheinend... klug. Nicht klug genug. Huch. So. Gut, dann habe ich jetzt meine Dry Diamanten. Huch. Gold, Shards, Mimikrite, zu Dyers. Dyers vor allem. Yo, do you know Dyers? Dyer Straits. Ach Gott. Jetzt ist es langsam lächerlich. So, Strings kann hier rein. Windschirm da rein, Erde da rein, das Tier rein. So. Was hatte ich denn eigentlich nochmal vor mit den Dias? Den Zauber mache ich ja. Mache ich ja gerade nicht. Ich wollte hier irgendwas machen. Ach, come on. Hatte mir gerade... Tatsache, der hat einen Arcane Stone fallen lassen. Das gehört dahin. Jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ich hätte was mit Witchery genau nochmal machen wollte. Ich glaube, es waren... Okay, muss ich jetzt bloß wieder aufpassen, nicht, dass wieder ein End kommt. Ich lasse mal kurz die Rowan Saplinge ein. Hier ein Pflanzen. Ich darf ja auch einfach nicht zu viel auf einmal machen. So. Die beiden sind schon wieder fertig. Ach, come on! So, hoch. Kann mich gerade nicht mehr dran erinnern. So, Weak Essence, Rune Saplinge habe ich hier. Rune Wood packe ich auch erstmal da rein. So, dann schauen wir mal. Wie viel Power hat dann mein Altar? Noch nicht so viel. Aber er kriegt Energie von außen rum. Was geht denn da hinten gerade? Vermehren die sich heimlich? Die Wanderer, das war doch... So noch am Anfang nicht so viele Wanderer, oder? Oder? Nee, oder?
Das ist mir jetzt ein wenig strange. So, da dass ich jetzt gerade nicht mehr weiß, was ich mit Witchery machen wollte, würde ich sagen, schaue ich mal ganz kurz zu Asmanka hoch. Zu meinem Skill Tree. Na, immer noch plus blau, okay. Die Affinity ist natürlich jetzt stark auf Stone Skin. Talents, Mana Regeneration, Color Not Learned. Affinity Gain Boost, das ist blau, das ist alles grün. Utility, Light Not Learned. Ich wollte mal einen Offense-Zauber machen. Ich habe Physical Damage. Area of Effect, das ist ein Shape. Piercing, das ist noch so ein extra Ding. Gibt es auch für Utility? Also kann ich gleich mal schauen. Das sind ja dann Binding. Da kann ich irgendwas da drauf binden. Das da Lunar. Nee, Range. Radius. Charm, Rift, Disarm. Das sind jetzt die Utility-Zauber. Was ist jetzt der Unterschied zu Healing? Ach, kann ich sowieso nicht lernen. Das kann ich alles nicht lernen, weil alles falsche Farbe. Also machen wir doch mal einen Offensive-Zauber. Die Linie kann ich noch nicht entlang, wie es ausschaut, oder? Fire Damage kann ich und Magic Damage. Auch mal allgemein Magic Damage. Kann ich mehr tränken? Frost Damage. Achso, da muss ich das von jeder Seite können, sozusagen von der und von der Seite. Ach, das kann natürlich auch sein, sozusagen als zweifache Voraussetzung. Dass ich Feuer brauche, um Physical Damage, um Lightning zu erforschen. Was haben wir denn noch? Storm. Was gibt's hier unten? Knockback. Fling. Watery Grave. Achso, das ist alles ein geiles grüner Zauber. Probieren wir es mal. Magic Damage. Probieren wir mal, so einen Zauber zu machen. Machen wir mal Projectile. Mit Magic Damage. Kann ich auf beides draufhauen? Magic Damage, Physical Damage. Oh, komm, machen wir direkt Magic Damage. Ja, jetzt brauche ich noch so ein Book and Quill. Komm, zaubern wir mal heute mal wieder ein bisschen. Ich werde euch verzaubern. So, und ja, was ist denn? Ne, ich hab's hier reintan, wenn dann. Book and Quill, so. Dann nennen wir das. Benennen wir jetzt den Zauber? Kann ich den nochmal umbenennen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das ist Magie-Damage, also. Keine Ahnung, Magieattacke, keine Ahnung, mal voll unkreativ. So. Dann. Achso, Moment mal. Ich muss es ja noch den hier rausnehmen. Magieattacke reinlegen. Zack. Wo ist denn eigentlich der andere Zauber hin? Der Dickzauber. Der müsste ja eigentlich auch noch irgendwo rumfliegen. Hab ich den nicht hingeschmissen. Kein Companion, Thumbonomicon, kein Thumb. Hä? Der müsste ja auch noch irgendwo da sein. Der hier von dem, weil Heilung ist ja. Heilung ist hier. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall erstmal eine Rune. Habe ich da noch eine oben? Ach, hier ist der Dickzauber. Wohl, stimmt, ich könnte das hier oben sammeln. Element gehört es ja dazu. Warte mal, dann machen wir nochmal. Wie ging das nochmal? Na, shit. Schaut alles so gleich aus. So, so und so. Ach nee, andersrum. Nee. So, so und so. Genau. Warte mal, dann brauche ich gleich mal eine Runde Kobbels.
Machen wir das doch hier. Kann ich Heilungsschirm dick und Heilung schon mal zusammensetzen? So, dann brauche ich. Habe ich immer noch hier ein Crafting Table hier oben, oder? Warte mal, das ändern wir mal kurz. So. Das mache ich. Auch direkt hierher. Übersetzung gebracht. Na toll, da. Ist auch. Kann ich das nicht? Ne, geht nicht. Egal. Muss so auch gehen. So. Machen wir da. Ach komm, machen wir gleich mehrere Steine. Also, drop. So, da fängt schon mal an. Brauche ich. Windschirm Dust. Brauche ich einen Pfeil? Stimmt, wegen Projectile. Wahrscheinlich. Ach, das ist ja kacke. Ich gebe die Leiter wieder her. Keine Ahnung, wo sie jetzt hin ist. Projectile, also brauche ich einen Pfeil. So. Mal. Das ist immer okay, ein Compendium nicht eigentlich stehen. Jetzt habe ich das natürlich unten. Dann brauche ich. Was ist das hier? Könnte einfach nachschauen. Schaut nach einem Schneeball aus. Das ist auch ein Schneeball. Schneebälle habe ich unten. Witchery sei Dank. So, jetzt hätte ich aber gerne noch kurz mein Arcane Companion. So. Jetzt habe ich das immer noch dabei. So. Arcane Companion. Ich könnte ja eigentlich auch das so machen, sodass ich den letzten Weg da gehe. Ich keine Ahnung, ob es Sinn macht. So. Dann brauche ich eine. Was ist das? Eine blaue oder Lilina? Eine Purple Rune. Brauche ich jetzt erstmal eine Rune? Brauche ich Purple? Habe ich Purple? Die Purple? Tatsache, Purple Dye habe ich. So. Purple. Dann brauche ich Lapis. Falsch, das ist nicht Lapis. Na, nach oben. Lapis, dann brauche ich ein Buch. Ich kann doch einfach reinschauen, aber irgendwie finde ich es so lustiger. Buch, dann brauche ich ein. Das ist Eis und das Stein. Steinschwert und Spell Parchment. Steinschwert sollte ich jetzt noch schnell so hinkriegen. Als Schwert und das Parchment, da brauche ich ja bloß ein Papier. Und zwei Sticks. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Habe ich meinen Kampfzauber? Tata, Projectile Spell. Dann machen wir das mal so. Wie nenne ich das? Keine Ahnung, nennen wir es Magiestoß. Also. Ach cool. Keine Ahnung, wie greife ich jetzt damit an? Pow. Oh cool. Was passiert, wenn ich es mächtiger mache? Hallo? Zack, zieht 6 ab. Wow, das. Oh, das braucht ja richtig viel. Magie. Huhuhuhu. Oh, schon kein Mana mehr. Hey, 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 okay. You're not strong enough yet. Okay. Mächtig ist der Zauber noch nicht, aber lustig ist mal gemacht zu haben. Magiestoß. Hohoho. Schaut irgendwie lustig aus. So. So, was ich jetzt noch wissen will, ist, wie kriege ich eigentlich dieses letzte. Dingens. Wie heißt denn das? Mechanics. Summoning Rituals.
Mana, ist das da? Mana is your magic level. You gain more mana increasing your magic level. Mana regen over time, but you can gain boost to regeneration by eating a mana cake or standing in a nexus with more than 10% charge. Achso, ich kann mich jetzt da hochstellen. Das müsste schneller gehen. Okay. Was sind denn Silver Skills? Silver Skills are skills inside the Oculus that cannot be obtained in normal ways. To unlock a Silver Skill, the correct spell combination must be crafted. Ach, das waren diese besonderen. Okay. Das habe ich schon mal gelesen. Bosses? Water Guardian? Was ist denn das? The Guardian of Water is a unique being. It is always in a state of fluid, making it able to shrug off attacks occasionally. It is a trickster as well, flowing into copies of itself and attacking from ambush if one is fooled by the decoy. Recommended level 10. Da fällt mir gerade ein. Ich sollte hier vielleicht dicht machen. Ja, könnte vielleicht helfen, die dicht zu machen. Was habe ich denn? So. Ne, shit, das ist zu niedrig. Da kommt der nächste Zombie. Oh Gott, das Pferd macht mich wahnsinnig. So, es müsste doch auf der Höhe sein. Genau. Angry Zombies. Und mein nächster Zombie-Kopf, yay. Ich habe doch gar kein Beheading, ist doch gar nicht den Gas-Construct drauf. Was soll denn der Mist? So, dann könnte ich aber, Moment mal, das wegmachen. Ich habe kein Holz mehr. Redwood Bark. Hä? Warum kann ich das nicht zu Planken verarbeiten? What the fuck? Okay. Strange. Dahin mit dir. Dann geben wir mal das da. Halt, nicht so kein Companion. Machen wir hier mal kurz den hier. Dong, es war so klar, dass ich jetzt nicht durchkomme. Machen wir das hier nochmal weg. Machen wir hier jetzt einen kleinen Eingang. So. Warte mal, ich kann mal kurz die Schaufel noch loswerden. So. So, Moment, gibt's gleich noch eine Tür. Also, kommt gleich das Skelett angeschissen. Tschüss. So, dann ist wenigstens hier noch eine Weile geschützt. Dann kann ich noch immer mal kein Compendium lesen, während ich mein Mana auflade. So, Structures, Mobs, Talents, Augment Casting. You figured out how to put everything you have into a spell cast. You can cast truly powerful spells with this new casting mode. Hä? Wie, das habe ich schon. Wie kann ich das umstellen? Das Magica. Casting Mode, Spellbook Renew. Enter Mana Dispatcher, Spellbook Next Slots. Beta Particle Menu. Ne, das ist irgendwie nicht. So, Conflicting. Achso. Die beiden konflikten hier halt. Hä, dann ist es das doch nicht. Wie heißt denn das dann? Color Extra Summon, Mage Boss. Ne, das sind die Shapes. Dann haben wir hier Blocks. Das ist garantiert nicht. Habe ich hier Items? Ein Item ist es ja eigentlich auch nicht. Das ist ja ein neuer Modus. Hä? Dann weiß ich jetzt auch nicht. Okay.
Aber ich find's cool, den vom Texture Pack, das Polarlicht. So, jetzt gehe ich aber erstmal ins Bett. Sofern ich ins Bett gehen darf. So, meine lieben Monster. Scheiße. Okay, ich werde euch nicht abschießen. Ich habe es mir anders überlegt. Haha. Erschossen auf der Flucht. Ich mag diesen Zauber. Auch wenn ich nicht viel Mana habe. So. Dann gucken wir das wieder rein. Achso, ich wollte schlafen gehen eigentlich. Jetzt da. Oh, da draußen läuft wieder ein Mage rum. Warte mal. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? War er nicht da irgendwo? Nee. Die Richtung war es, glaube ich. Ich wollte Kampf der Magier machen. Verdammt, wo bist du hin? Mist, jetzt sehe ich ihn nicht mehr auf der Minikarte. Der war doch gerade da. Sind Mana-Elementare? Den ist er weg. Oh, da drüben ist ein Titan. Schießt du mich gerade ab? Warum brennst du eigentlich nicht? Hehe. Ich hätte eigentlich irgendwas. Ich hätte eigentlich Feuerdamage machen sollen. So. Weil dann verbrennen die ja theoretisch noch, gell? Huch, da habe ich ein Loch gelassen, sehe ich jetzt erst. Upsala. Wow! Wo kommst denn du her? Schreck mich doch nicht so. Was mache ich denn da schon wieder? So, jetzt wollte ich eigentlich mal... Jetzt habe ich die zwei Zombie-Köpfe. Warte mal, apropos Zombie... Apropos Kopf. So ein Kopf müsste doch eigentlich die Altar-Power erhöhen. Ja. Aber anscheinend kein Zombie-Kopf. Dann halt nicht. Dann gibt es halt bloß... So die Deko Zombie-Köpfe. Okay, okay. Da muss ich jetzt hier mal das Zeug loswerden. Man sammelt auch irgendwie ganz schnell ganz viel Zeug sein. Der Klassiker, ganz viel verschiedenes Holz. Naja, verschiedenes Holz ist es ja nicht. So, habe ich eigentlich noch Rüstung? Habe ich an, okay. So, dann... Ah, verdammt, irgendwas wollte ich gerade machen. Nein, ich habe es vergessen. Genau, Diamant. Und wie ging das jetzt nochmal? Ging das mit den Essenz-Dust? Nee, wie war das jetzt nochmal? Was kann man da nochmal machen? Genau, Weak Infused Stone. Und das, genau, mit dem Essenz-Dust war das. Jetzt wichtig, ich will das mal ausprobieren. So. Und dann, wie ging es weiter? Kann ich Weak Essence machen? Mit der Weak Essence kann ich Regular Essence machen. Regular Essence, Strong Essence. Mit der Strong Essence kann ich schon Redstone machen und Obsidian, Glow. Okay, Moment, mit der Regular. Kann ich noch nichts machen, okay. Mit der Weak auch noch nichts. Also ich brauche mindestens schon die Starke. Habe ich nicht schon Weak Essence? Aber erst drei. Wie war das? So, oder? Okay, und mit denen? Ne, wie ging das jetzt nochmal? Das habe ich nicht aufgepasst. Weak, Weak, Weak. Regular Infused Stone. Ach, das ist ein Weak Infused Stone. Warte mal. Ach so, warte mal. Geh mal her. Ich habe doch hier ganz viel Essence Dust. So. Da muss ich doch aus dem kann ich doch dann Regular Infused Stone machen. Brauche ich aber dafür Coal Essence. Wie mache ich Coal Essence? Nein, wie mache ich Coal Essence? Nicht, was mache ich mit Coal Essence? Keine Ahnung. Coal Essence. Wie könnte man das denn machen?
Das schaut irgendwie cool aus. Vor allem das hier. Vielleicht irgendwas irgendwie mit Kohle? Coal Essence. Irgendwie so? Nee. Huch, was hat das gerade? Infused Coal. Was kann ich damit machen? Verbrennen. Okay, was bringt mir das dann? Wie könnte ich jetzt Coal Essence herkriegen? Warte mal, wie ging denn hier diese Reihe weiter? Pups, falsche Taste. Wie ging denn hier diese Reihe weiter? Warte mal. Water Essence, Dye Essence, Fire Element, Air Element. Achso, ich brauche nicht unbedingt Coal Essence, aber wie kriege ich denn das? Muss ich es auch finden? Das brauche ich für ein Regular Master Infused Stone. Wie kriege ich halt? Diamond Essenzen. Okay, da muss ich mich doch nochmal reinlesen. Ich habe gedacht, das ist leicht selbsterklärend, aber anscheinend nicht. Wenn ich das jetzt so mache? Nee. So? Nee. Nur so? Nee. Ich muss jetzt irgendwie wie die Kohle-Essenzen rauskriegen, aber ich glaube, das werde ich jetzt so nicht herausfinden. Was sind das Weiße da auf der Karte? Das ist... Ach, ich habe eine Höhle. Interessant. Okay, werde ich das so jetzt nicht herausfinden. Die beiden sind schon wieder nicht ganz fertig. Das ist fertig. Was habe ich hier jetzt? Naturessenz. Was kann ich damit machen? Mustang. Lily Pads. Ach so. Kriege ich das irgendwie aus der Umgebung? Wie es ausschaut. Interessant. Naturessenz. Okay, lassen wir das mal da in der Kiste. Das habe ich an dir hier verschwendet. Kann man die jetzt eigentlich hier machen? Mit der Diamond Essence, okay. Ah, aus ganz viel Mimischheit kann ich noch mehr Diamanten machen. Hatte ich so viel überhaupt? Gerade mal nur ein Stück. Ah. Wird also nichts. Zumindest nicht demnächst. Oh, meine beiden Schwerter sind fast kaputt. Ich brauche mal irgendein Schwert, das länger durchhält. Ja, man kann doch so ein... Wie ist das? Das ist Arcane Sword machen. Das fand ich auch interessant. Arcane Sword. Brauche ich Arcane Blade, Gold, Diamant und zwei... Das soll jetzt nicht so schwer sein. Gold, Diamant, ach, und zwei von denen. Dann machen wir schnell so. Und das zweite ist Bad Wings und ein Emerald. Okay. Emerald habe ich wahrscheinlich nicht. Nein, habe ich nicht. Okay, dann halt nichts. Dann hat sich das Ganze gerade erledigt und... Was ich auch gerade erledigt hat, ist die Aufnahme, denn wir sind am Ende angelangt und hier finde ich einen schönen Platz zum Aufhören. Ich finde es cool, in dem Nexus zu stehen. Ja, und wir sehen uns dann das nächste Mal, ja halt nächstes Wochenende wieder nach der Gamescom. Vielleicht kann ich da ein bisschen was erzählen. Ja, bis dahin, tschüss!